Ja, wir sind zurück in einer niegelnagelneuen Aufnahmesession im Dunkeln. Wir begrüßen euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallöchen. Ja, ich habe mich mal wieder schnieke gemacht. Ich dachte mir, passend zum Anlass, schwarz. Ich habe auch mal neue Waffentarnungen. Bronze. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, sind meine Waffen nicht schwarz, sondern im Schimmer der Sonne entsprechend dann bronzefarbend. Kommt gar nicht mal schlecht. Und ich spiele eine neue Waffe. Ich habe mich mal dazu entschieden, die G36 wegzulegen und spiele jetzt mal mit der ACR. Die ist nämlich überall besser, außer in Handhabung. Da bin ich mal gespannt, wie die so... Ja, wie die funktioniert. Bro hat wieder sein 0815 Standard Ghost Ost Equipment wieder dabei, womit er immer wieder erfolgreich ist. Moment, ich fahre. Warum lassen wir das so? Ja. Ja, und wie ihr seht, in dem Gebiet ist noch eine Menge zu tun. Aus Zeitgründen habe ich es in dieser Session leider noch nicht geschafft, nachzugucken, ob in den letzten Folgen das war, aber das könnt ihr ja selber nachgucken. Aber wir machen es auf jeden Fall noch, wenn wir Special machen, wenn wir von, ich weiß noch nicht, vielleicht oben links nach unten rechts oder andersrum mal fahren. Und vor allen Dingen, wenn ich dann nochmal die eine Folge, das habt ihr ja schon wahrscheinlich gesehen, wie ich die Nacho oder Nacho Rallye mit eingebaut habe. Die eine Folge, das wird mal interessant, nämlich die zu sehen. Ja. Was wollen wir machen? Nebenmission oder wollen wir mal wieder jetzt die glorreiche Mine wieder versuchen? Lass die Mine gleich machen. Okay. Ah, auf ein erfolgreiches wieder Failen. Ich bin gespannt. Genau, mal gucken. Was schön ist, wenn wir Glück haben, ist es eine etwas längere Aufnahmesession. Freue ich mich wieder schon richtig drauf. Oh ja. So. Erstmal hier wieder fahren lernen. War schon wieder 2 Minuten her, dass ich mir wieder gespielt habe. Hey, interessant, die Uni, das macht uns nicht. Boah, Alter! Auf Perus Straßen ist doch gefährlich. Bolivien. Er will mal Peru sagen. Das verführt dazu. Okay, sieht ja mal bescheiden aus. Jetzt müssen wir uns durch das Dorf kämpfen oder was? Na toll. Wir hätten doch den Hubschrauber nehmen sollen, glaube ich. Ja, egal. Mal schauen. Ich sage auch noch mal schauen, dass die erste Strafensperre. Interessant hier, voll die ganzen Garagen und so. Das ist ja mal eine der größeren Städte, die wir jetzt hier mal besuchen, so wie es ausschaut. Und ich muss sagen, gefällt mir. Oh, was war das für ein Grafikfehler? Hast du auch gerade gesehen? Die ganze Stadt war kurz weg und dann hat die ganze Stadt hat sich wieder kurz reingeladen. Okay, ich hatte das nicht. Das war aber normal. Dein Headset ist mal wieder übelst leise heute. Achso, das kann natürlich daran liegen. Ja, wahrscheinlich wirklich, weil ich gerade auflade. Die gehört jetzt sicher auch Santa Blanca. Die haben ihre Finger überall in der bolivianischen Industrie. Die Frage ist, wer kauft bei denen? Öl von Drogenkartellen und Terror. Oh, hier, interessant. Mineralien. All das kommt ältere Hütten. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Genau, hier sind wir wieder gespawnt, wo wir gestorben sind. Wo ist denn hier? Ich mach hier auf einen kleinen Hügel. Alles klar. Interessant, wenn ich entdeckt werde oder so einen Annäherungsdetektor habe, geht er aus meinem Fernglas hinaus. Interessant.
Kannst du so weit mit deiner Sniper gucken, dass sie... Oder die einfach mal die Drohne losschickst, okay? Und gerade fragen, ob du vielleicht eventuell die Sniper siehst. Drittes Ziel da. Jede Menge Zivilisten. Ich zähle 5. Den einen Scharfschützen kann ich leider nicht kriegen, der wird vom zweiten Scharfschützen abgeaimt. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie meine Ex in Spee immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Halt. Er konnte mich gar nicht sehen. Ja, alles scheiße. Der Winkel war schon wieder so kacke, er hätte mich gar nicht sehen können. Und als ich mich hingestellt habe, um ihn wegzuknallen, hat er mich gesehen. Das ist alles schon wieder. Übrigens, ich habe mal gesehen, Bro, im Talentebaum gibt es eine Fähigkeit, die heißt Entdeckung. Man wird schwieriger entdeckt. Ich würde mal sagen, dass sie das, als sie das gepatcht haben, haben sie bestimmt das, warum werden wir jetzt seit neuestem, oder seit 2-3 Patches, werden wir ja nur noch entdeckt. Auch durch 5000 Ecken. Ich tippe mal, dass wir ja dieses Ding ausbauen müssen, dass wir wieder den alten Standard haben, dass wir nicht mehr überall entdeckt werden. Wahrscheinlich konnte man sich so gut wie unsichtbar machen oder so. Alter, ich spawn hier mitten im Freien, was ist hier los? Boah. Voll im Freien, ich wollte mich zu dir beamen. Okay, viel geschlagen. Ja. Interessant. Ja. Wollen wir mal ohne Töten reinschleichen? Ich überlege gerade, schaffen wir das überhaupt? Also jetzt, ich weiß, dass wir das schaffen, aber meinst du, ob das Spiel das zulässt? Ich glaube schon, von der linken Seite aus, wenn wir den Berg hinaufgehen. Können wir mal ausprobieren. Zeig mir mal den Weg, ich bin gespannt. Ja. Arschnall, Leute. Ich brauche ein Heli. Heli? Ah. Okay. Kriegst du. Reicht. Nee, das will ich gar nicht. Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Taxi gefällig, Compadre. Ja, das war leider ein Motorrad. Stell dir einfach vor, es könnte fliegen. Okay. Wir haben Reisetaschen. Ach hier, das ist doch das DLC-Bike. Interessant. Warte. Kann man hier einen blöden Heli anfeuern? Wenn du bei Rebellen gehst, Fahrzeugabwurf und dann musst du durchscrollen. Und ach so, du müsstest okay. 30 Sekunden. Okay. Ist gerade im Cooldown. Genau. Also ist beides ein Cooldown, okay. Ja. Ich glaube, sonst könnte man das auch ein bisschen übertrieben machen. Ja. Hier in der Sonne sieht man jetzt, siehst du das? Wie das Bronzene in der Sonne reflektiert bei mir? Ja, das stimmt. Warte, jetzt wird's da. Jetzt sehe ich es besser. Ja. Finde ich, sehe gar nicht mehr schneller. Gibt's auch in dunkelbraun. Gold gibt es auch, schaltet sich aber erst frei. Übrigens auch mit den Tier 1 Sachen, ne? Wenn du, je mehr du da aufsteigst in diesen Tier 1, desto mehr Sachen schaltest du frei. Klamotten, Waffenskins und so. Ist interessant, wenn man sich alles mal so durchguckt. Muss ich mal kurz durchscrollen, ne? Und das Geile ist, ich dachte, diese pinken Farben und so, ne, dass du die normal freischalten kannst, die sind zum Kaufen exklusiv. Also wenn du eine pinke oder eine grüne Waffe willst, tja, kostet dich leider echtes Geld. Auch geil, ne? Apakatari um ein Fahrzeug gebeten. Ich hasse es immer, wenn es so Mikrotransaktionen gibt, die man von alleine nicht freischalten kann. So, Intro ist da. Zack. Erstmal ordentlich die Nase geputzt hier, wenn der Pollenstaub rauskommt. So, wo willst du hin? Ungefähr da. Willst du da landen oder willst du abspringen? Landen. Okay, das ist doch ein bisschen näher gedacht. Also noch weiter nach links außen, weil sonst sind uns der Sniper gleich im Tor. Okay, wo wollen wir denn? Okay. Genau, also hinter dem Felsen hier, genau hier. Ja, genau.
Okay, bin ich mal gespannt auf deinen Plan. Erst aufräumen oder? Nur das Nötigste. Achso, weil sonst würde ich sagen, dass wir erstmal oben links die ganzen Sniper weghauen auf den Silos. Da ist ein zweiter Tango. Ziel Nummer 3. Scharfschütze. Tango 5. Ich mag das, wie man hier so die Leute markiert und im Hintergrund die ganze Stadt ist. Oh, Hubschrauber. Ja. Und die dort? Okay, ich glaube, alle sind markiert. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie meine Ex in Spee immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Also, du kannst den Typen im Haus, im Ausguck und oben am Heliport kannst du super wegsnipern. Wenn du dich hier hinstellst. Sehen. Was zum Geier? Was sind das da oben? Voll die Rampe oder so? Okay. Okay. Also willst du erst oben aufräumen? Ja. Haben mich schon wieder gesehen durch den Berg, Alter. Ach ne, da ganz oben ist einer, okay. Aber ist noch kein Alarm, ist noch kein Alarm. Die beiden kannst du wegknallen, wenn du... Achso. Wann immer du willst. Ich habe die nur für dich markiert, dass du sie siehst. Mhm. Wie das aussieht. Der Charakter steht voll auf einem Bein und du sagst auch noch so, wart mal kurz. Das wird eine interessante Sache. Also der Sniper, der guckt immer zu uns rüber, ne? Also wird eine schwierige Sache, hier hochzuklettern. Sag ich dir jetzt schon. Ja, ich muss kurz was Arbeitstechnisches noch klären. Naja. Ich schaue mich hier gerade mal ein bisschen um. Jo. Irgendwie muss ja diese Mine... Muss irgendwo irgendwie zu knacken sein. Kann ja nicht sein, dass man da oben an die Sniper nicht rankommt. Außer durch den Hauptgang. Es muss doch irgendwo noch eine Alternative geben. Aber die erstmal finden. Ja, sie könnten mit einem Fallschirm abspringen. Ist auch schon wieder so, da kommt man wieder nicht hoch. Ist eindeutig eine Klippe. Komm nicht hoch. Ich würde es am liebsten versuchen, mit dem Sniper den Typen da oben wegzuhauen. Ich habe nur so Schiss, dass ich ihn wahrscheinlich treffe, aber das Spiel sagt, nee, du hast ein Dinges getroffen. Ein Zaun oder so. 100 Pro. Achso, du bist schon am Laufen. Okay. Ja. Hast du ihn schon da oben? Nee, der ist weggegangen. Wieder. So. Okay, hier ist jetzt einer an der Treppe. Kriege ich den oder kriege ich den nicht? Wir haben. Okay. Der Tango ist hin. Ja, ist mal wieder spannend, meine Damen und Herren, aber so ist es in meinem Leben eines Ghost. Da oben ist ein Sniper. Kriege ich den oder guckt sein Kumpel mich denn an? Alles in Ordnung, okay. Nur noch der ganz oben. Krieg ich von hier nicht. Durch die. Ja. Durch die Treppe kann ich schießen, aber das Wellblech.
Hab ich. Okay. Hier hinten ist irgendwo noch einer. Der ist aber unten oder so. Ich sehe ihn jetzt nicht. Der muss unten sein. Muss unten die Straße irgendwo langlaufen. Oh, da geht's aber tief runter. Ja, der ist unten. Da sind auch jede Menge Container. Ah, von hier kommt man hoch. Achso, dann muss man hier die Treppen eigentlich, wenn man nicht den Berg hochklettern kann. Aha. Ah, da unten läuft er. Ich sehe seinen Schatten. Okay, ich habe markiert. Jo. Und auf der anderen Seite ist auch noch einer. Wie schaut denn das aus? Okay, der ist da. Der geht dann weg. Guck mal, wo ist dein anderer Kumpel? Denk dran, nicht wundern, wenn ab und zu immer eine Sprachpause bei uns ist. Also ich muss immer hochziehen und meine Nase putzen. Schleicht ihr mal raus, natürlich. Ich weiß, ihr steht da drauf, ihr wollt sowas immer hören, aber das gibt er nicht. Wo läuft denn der ganz hin? Der läuft bis zum Wagen unten hin. Okay. Und läuft dann zu den anderen. Boah, der hat aber eine riesige Patrouille. Mal ohne Scheiß. Oh. Ernsthaft? Direkte Bedrohung. Tango ist tot. Okay, alles klar. Kein Alarm. Ist nichts passiert. Leiche gefunden. Ernsthaft jetzt? Ja, warte, der Typ, der da unten irgendwo ist. Wo ist er? Wo ist er? Um LKW. Die Sniper sind aufmerksam. Alle sind aufmerksam. Aber es kann doch nicht wahr sein, ey. Aber noch nichts. Nein, hier ist er. Vor. Scheiße, er fährt weg. Bei mir ist er noch nicht. Boah, jetzt ist hier die Hölle. Boah, ich habe gerade die fetten Kaliber zersägt. Jetzt fährt er ja. Ah. Hilfe! Ah, nimmst du die Abkürzung, ne? Okay, vielleicht kriegst du sie noch. Ach, verdammt, nein. Das ist zu blöd. Ah, du verfluchtes Arschloch. Tut mir leid. Na, das ist kein Ding. Gott, werde nichts machen. Dass der Typ, der unten lang läuft, als er sich wieder umdreht und seine zur Patrouille guckt, nach oben guckt. Und dich natürlich kurz sieht, dass du ihn wegknallen musst, ne? Ist natürlich ja. Lustig, dass das Spiel das wieder macht. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ja, bei mir war nur gerade blöd. Ich wollte außen rum und den Typen, der die Leiche gefunden hat, schnell machen, bevor er Alarm macht. Problem war nur, von links kam einer an und der hat mich langsam entdeckt. Ne, dieses Düt-Düt-Düt-Düt kam langsam. Da musste ich nach vorne und dann kam schon der andere um die Ecke und dann ging's los. Noch besser. Pass auf, der fährt doch sowieso raus, ne? Ja. Er darf nicht sterben. Weißt du was? Ja, ich weiß. Löse einfach Alarm aus. Weißt du was? Wir machen das einfach so. Löse einfach Alarm aus, lass ihn rausfahren, die knallen das Auto ab und... Okay. Dann verhören wir den. Mal gucken. Plan B. Okay. Achso, Bremsen. Ja. ich hab grad nicht auf den Bildschirm geguckt in dem Moment. Naja, das kommt davon, wenn man nicht auf den Straßenverkehr achtet. Also Kinder, immer schön auf den Straßenverkehr achten. Nicht aufs Handy. Nicht aufs Handy. Ja, das ist unser Problem. Wir gucken nie auf den Fernseher, weil das ist unsere private Challenge. Wir gucken nie auf den Fernseher, deswegen sind wir so schlecht. Geil wäre jetzt natürlich. Warte mal, um sicher zu gehen für Notfälle, ich hole einen Hubschrauber. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Falls er vorbeifährt. Er sprengt ihn, dann lache ich aber, Alter.
Ich hole mal wieder den großen Ballermann raus, da brauche ich ja meistens nur ein, zwei Schuss. Dann steigen die schon aus. Jetzt so Instant-Explosion. Ey, jetzt mache ich schon Terz. So Wagners Aussehen. Wie meine Ex in Spee immer sagt, im Zweifelsfall. Es regnet sogar schon. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meiner Ex ist das Arschloch immer inbegriffen. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt, ey. Pass auf, wenn wir wieder was machen, wieder fehlgeschlagen, dann lache ich. Ja, letztes Mal, gleich beim ersten Mal geschafft. Hm. Wo sind wir? Oben. Direkt unterm Heliport ist er. Achso. Knall ihn mal ab. Weil irgendwie regt sich hier gar nichts. Egal, wenn ich hier abgeschossen habe. Schuss jetzt, gehört. Er läuft. Ja, sehr gut, ich komme zurück. Und der fährt aber, glaube ich, schon. Oder er läuft, eins von beiden ist. Nee, direkt hinter dir eigentlich. Er läuft noch. 100 ja, er Meter. Jetzt ist er in einem Auto drin. Jetzt fährt er auf der anderen Seite, dann lache ich echt, Alter. Ja, das fährt jetzt noch ein. So, okay. Da kommt er. Schießt du oder ich? Beide. Ja, natürlich. Will er mich veräppeln?